R-E-W-I-N-S-I-D-E. Okay, Leute, ich habe meine Fehler angesehen und ich habe mir jetzt professionelle Hilfe gesucht. Ich habe es euch versprochen, ich möchte etwas für Edgar tun. Etwas, was das Ganze zwischen uns beiden wieder reinwäscht. Eine Sache, die schon lange, lange überfällig gewesen ist. Ich werde nun mit Felix gemeinsam einen Edgar-Tempel bauen und ein für alle Male mit diesem ganzen Zeug aufhören. Es wird nicht mehr dazu kommen, dass Schweine bei mir im Video sterben. Ich kann das einfach nicht mehr, Leute. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich möchte einfach, dass Edgar nun endlich gemeinsam in Frieden, im Einklang mit mir zusammen leben kann. Und deshalb, Leute, werde ich nun den großen Edgarianer-Tempel errichten. Okay, Felix, lass uns mal überlegen, was für Baumaterialien können wir gebrauchen. Auf jeden Fall Quarz, würde ich sagen, oder? Ja, Quarz safe. Quarz definitiv dicker, okay. Irgendwie pinke Wolle oder so, weil das muss ja vielleicht... Pinke Wolle, ja, oder halt, ist. Also ich würde halt fast schon sagen, dass man das hier nimmt oder sowas. Das hier oder das Magenta oder sowas oder halt hier diese hier ist halt ganz cool. Pink Terrakotta, passt ja schon mal ganz gut. Ich hatte vor, dass man halt quasi unten eine Art griechischen Tempel quasi errichtet, weißt du? Mhm. Welcher dann später mit einem wunderschönen Thron am Ende bestückt ist, auf dem unser groß wohlgeborener Herrscher Edgar dann quasi stehen darf. Und wie gesagt, das hier, Leute, ist meine einzige Tat, die das, was ich getan habe, versucht umzukehren. Die einfach nur hingeht und versucht, das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut zu machen. Nur deshalb, Leute, nur deshalb, damit ich mit Edgar jetzt hier, wie gesagt, gemeinsam endlich eine friedliche Lösung finden kann. So, Felix, schau mal. Hey. Ist schon sehr groß, ne? Das gemacht, Magie. Es ist R-I. Warte mal, ich mache hier nochmal ein paar Blöcke weg an der Seite. Machen wir hier mal 4 Stück weg. Und dann kommt da auf jeden Fall ein wunderbar schöner Tempel bei rum. Schau mal, so. Jetzt haben wir hier schon mal das Grundfundament quasi. Jetzt würde ich nämlich hingehen, hier schon mal die ersten Säulen hinstellen. Dann quasi halt einfach mal hingehen und sagt, okay, wir haben halt hier große, wunderschöne Säulen. Ich überlege sogar, ob es vielleicht sinnvoll ist, die Säulen in einem Dreierabstand zu machen, dass man die quasi drei breit hat. Ich glaube, ich mache sie wirklich mal so. Dann würde ich jetzt hier nochmal 4 Stück dazwischen machen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben dann hier quasi nochmal die 3x3. So, ne? Das ist natürlich jetzt auch hier nicht komplett vollkommen mit diesem Material, was ich hier gewählt habe, mit diesem Mossy-Cobble. Das soll auf jeden Fall so nicht bleiben. Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt in die Timelapse rein und ihr seht dann irgendwie, was dabei mit der Zeit so entsteht. Wunderbar. Tschüss. So, Leute, das erste Säulendesign steht jetzt quasi schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz was hin und pasten und copyen mal hin und her hier, damit das auf jeden Fall auch alles wieder richtig passt hier. Wir setzen es mal ganz kurz hier hin, Leute. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Grundfundament euch schon gefällt. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr herrschaftlich aus. Und ich glaube, dass es einem Edgar würdig ist. Wie gesagt, Leute, ich mache das, weil ich um Vergebung bei euch bete, weil ich bitte, dass ihr Nachsicht habt, dass ihr versteht, dass ich damals nicht ich selber gewesen bin. Es tut mir wirklich leid, was ich Edgar angetan habe, Leute. Und dieser große Tempel ist nur eine der vielen Sachen, die ich tun kann, um das Ganze wieder gut zu machen. Nicht unvergessen, aber halt irgendwie einen Weg zu finden, aus dieser Misere wieder herauszukommen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige Ansatz ist, Leute, gemeinsam für Edgar etwas Wunderschönes und unglaublich Großes zu errichten. Und der muss ja auch gut geehrt werden, ne? Richtig. Die Ägypter damals, wenn die gestorben sind, die haben ihre Pyramiden bekommen. Du hast was Böses mit Edgar angestellt. Aber Edgar ist ja eine Gottheit, weißt du? Edgar ist ja nicht von uns gegangen. Edgar ist ja immer noch da. Edgar existiert ja noch in unseren Herzen weiterhin. Und das Schöne ist, dass halt Edgar ja auch unsterblich irgendwo durch diesen Tempel wird. Weißt du, was ich meine? Schon, ja. So, ich würde sagen, Leute, jetzt wird jetzt einfach noch ein bisschen rumgebastelt und rumprobiert und weiter geht's mit dem Ganzen hier. So, Leute, ihr seht auf jeden Fall schon, dass jetzt hier die ganze Grundkonstruktion schon mal steht. Ich habe mir jetzt hier irgendeine seltsame Form rausgelassen, mit der ich einfach super zufrieden bin. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein bisschen Shape reinbekommen, denn wie gesagt, so ein Edgar, ja, er will natürlich auch, wie gesagt, das Ganze königlich gestützt haben. Und dementsprechend muss man natürlich jetzt nochmal hingehen und hier noch ein bisschen nachbessern. Gucken, dass man das Ganze halt auch irgendwo stützungsgebunden bekommt, dass das Ganze halt irgendwie auch gestützt wird von irgendwas, denn sonst sieht das alles ein bisschen seltsam aus. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz überlegen, wie ich das mache. So, das so, das so, das so. I like. This looks good, right? Yeah. So we got like a little shape in there. Okay, das finde ich sehr schön. So, dann fangen wir hier das gleiche nochmal an, Leute. Gehen nochmal hier quasi hin. So, das ist jetzt ein sehr, sehr weirdes Video. Ich möchte mich halt erstmal bei Edgar entschuldigen und bei den Zuschauern von Paluten und bei allen Leuten, denen ich da eventuell auf den Schlips getreten bin mit diesem armen Schwein, dem ich da so viel Leid angetan habe. Was mir tatsächlich wirklich leid tut, Leute. Ja, ich will es jetzt hier einfach gut machen. Ja, geile Zeit, Alter. Sehr schön. So, dann gehen wir nämlich nochmal hin und machen jetzt Folgendes, Leute. Wie gesagt, wir kopieren hier auf jeden Fall eine Menge hin und her. Das darf man aber auch an der Stelle, ja. So.
weil wir es können, genau. Da muss noch ein Slab drunter. Genau, da muss noch ein Slab hin. Und das passt dann auch. Dann haben wir jetzt hier schon mal quasi die Grundform des Ganzen. Das Grundgerüst steht schon mal so weit. Das werde ich jetzt auch ganz kurz mal kopieren. Dann machen wir schnell mal, Leute, hier. Zack, zack. Gehen hin, kopieren das auch mal hier rüber. Das ist gar nicht schwer, damit das auch alles so weit sitzt. So, wir nehmen mal hin, copien das. Dann pasten wir das einmal an und es passt. Sehr schön. So, jetzt habe ich natürlich hier die obere Ebene vergessen zu kopieren. Das ist aber gar nicht schlimm. Die können wir einfach per Hand nachbauen. Und ich würde sagen, Leute, jetzt geht es quasi schon gleich ans Interieurdesign, beziehungsweise an das Design des Innenraums, wo natürlich dann der große Thron unseres Hochwohlgeborenen Edgars stehen soll. So, ihr seht auf jeden Fall schon, Leute, dass wir richtig schön Fortschritt machen. Ja, also der Tempel wächst auf jeden Fall. Das gefällt mir echt tatsächlich ganz gut dafür, dass es mal wieder ohne Plan angefangen ist. Muss man einfach mal sagen, Leute, dass das hier wieder ein Meisterwerk meinerseits ist. Kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie sowas überhaupt bei mir immer zufälligerweise entsteht, weil normalerweise ist es in letzter Zeit so, dass wenn ich was baue, dass es extrem kacke aussieht. Aber irgendwie habe ich heute einen guten Tag, Leute, und da passt es auch. Wie gesagt, wir möchten natürlich auch etwas schaffen, was natürlich Edgar gerecht wird. Eine Sache, die unserem wunderbaren Schwein irgendwo auch entgegenkommt. Natürlich eine Sache, die nur für Edgar gebaut wird. Felix, man darf da jetzt auch nicht nachlassen. Man muss da einfach gucken, dass man das natürlich jetzt alles wunderbar und schön akkurat hier designt für ihn. Wenn wir noch bis morgen hier arbeiten. Und wenn wir noch bis morgen hier arbeiten, Leute. Es ist für einen guten Zweck. Es ist für einen höheren Zweck. Und ich möchte mich, wie gesagt, damit einfach nur entschuldigen. Und dann, wie gesagt, geht es auch gleich schon ins Innenraumgeschäft, beziehungsweise ins Interieurdesign, wie man in Fachkreisen sagt. Und dann, Leute, wird der große Thron errichtet und Edgar wird natürlich nochmal oben als wunderbar schöne Statue vergoldet irgendwo da oben draufstehen. Aber das machen wir dann gleich. Ich würde sagen, Leute, ich setze das Ding jetzt hier erstmal komplett bis zum Ende durch. So, Leute, ihr seht es auf jeden Fall. Ja, der Tempel steht soweit. Jetzt geht es natürlich hier ins Innenleben. Ich muss mal ganz kurz eine Sache noch machen, die mich auf jeden Fall wieder extrem triggert. Wir gehen hin und setzen ganz kurz hier vorne noch die richtigen Stone Slabs hin. So, dann haben wir das hier hinten nochmal abgerundet. Und jetzt können wir quasi hingehen und hier den wunderbaren Thron von Edgar errichten. Ja, das heißt, wir haben hier quasi genau den zentrierten Block, Leute. Ihr seht das hier, das ist dann quasi der hier. So, oh, das sieht auch ganz cool aus. Warum nicht? Lassen wir das einfach mal so. Dann gehen wir mal hin und machen natürlich jetzt erstmal einen wunderschönen roten Boden, Leute. Denn so ein Thron muss natürlich auf roten Samtbett stehen. Das heißt, wir nehmen erstmal die rote Wolle. Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder vielleicht was anderes. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und verzieren das Ganze erstmal mit einer güldenen Pracht am Himmelsende. Der Thron auf jeden Fall auch dementsprechend großartig und prunkvoll wirkt. So, wir haben auf jeden Fall das hier quasi schon mal so in der Grundform. Das kann man auf jeden Fall so schon mal anbieten. Dann gehen wir hin und machen Folgendes. Setzen hier einfach nochmal ein paar wunderschöne Akzente dran, Leute. Da gibt es auch ein paar sehr einfache Tricks. Da kann man nämlich zum Beispiel hier sowas einfach mal machen, damit das Ganze schon noch ein bisschen herrschaftlicher aussieht. So, dann haben wir quasi das schon mal als Grundgerüst des Ganzen. Was mir jetzt tatsächlich gar nicht so gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt es dir? Ich finde es eigentlich ganz cool, also da kann man noch was draus machen auf jeden Fall. Wir müssen den Thron natürlich erstmal erhöhen, das heißt Edgar ist jetzt erstmal auf dieser Höhe hier sowieso, Leute. Erstmal generell kommt davor jetzt erstmal die Treppe. Natürlich darf ein König nicht auf der Fußhöhe des Volkes sitzen, beziehungsweise unser Gott Edgar. Nein, der muss natürlich nach ganz oben, Leute. Es kommt natürlich hier erstmal der generelle Thronaufbau hin, Felix. Und den Thronaufbau, den würde ich tatsächlich mit Emeralds gestalten. Das kann man nämlich auch mal versuchen, sodass man quasi halt hier hingeht und hier noch, wie gesagt, einen komplett separaten Thron nochmal dran setzt, den man halt irgendwie so designt, weißt du, was ich meine, so und so, dann würde ich das Ganze hier an den Seiten nochmal ein wenig begradigen, beziehungsweise verzieren, damit das auch schön aussieht. So, dann haben wir jetzt hier quasi schon mal den Thron für Edgar, ne? Das sieht halt wirklich gut aus. Also, keine Ahnung, was du gerade eben hattest, aber ich finde es nice. So, dann machen wir hier nochmal ein paar kleine Pflanzen hin, Leute, die natürlich dann auch ein bisschen zufälliger aussehen dürfen, sonst passt das Ganze nämlich nicht. So, gefällt mir schon mal gar nicht so gut, tatsächlich. Was das dem Ganzen nochmal so ein bisschen Kontrast geben würde, wäre vielleicht irgendwie so ein Weg aus einem anderen Block in der Mitte. Damit man weiß, wo man auch hingehen tut, weißt? Eine kleine Flucht, sagst du. So, bauen wir hier nochmal ein paar Blumen auf andere Seite hin, Leute, damit das auch, wie gesagt... Ach, ich habe eine ganz andere Idee. Weißt du, was ich mache? Und zwar könnten wir hier einfach ein paar Zypressen hinstellen, Leute. Das sieht nämlich deutlich, deutlich besser aus, als diese komischen kleinen Buchsbäumchen, die hier hinsetzen. Da die Halle auf jeden Fall genügend Höhe hat, kann man das einfach mal versuchen. Man geht einfach hin und macht einen Baum, der so aussieht quasi. So und so und so. Ah, ein bisschen spitzer, ne? Richtig, genau. Der läuft dann quasi ein bisschen spitzer zu. Man kann die halt auch ein bisschen variieren quasi. Und das sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich besser aus als zuvor. Aber es klatscht einem nicht so in die Fresse, wenn man richtig, genau, ist. Richtig, genau. Das sieht auf jeden Fall deutlich, deutlich realistischer auch irgendwie aus, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, ich designe ganz kurz den Innenraum zu Ende und ihr seht das ganz kurz nur teilweise aus meiner Sicht, denn Nigo steht oben und ist AFK und kann sich quasi gerade nicht in den Innenraum bewegen. Dementsprechend gibt es erstmal eine wunderschöne Timelapse aus meiner Sicht zu sehen. So.
So, Kenners, also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auf jeden Fall echt selber übertroffen. Es ist echt gut geworden, so Alter. Es gefällt mir richtig, richtig gut, Leute. Ich glaube, das ist auf jeden Fall unserem Edgar würdig. Der kann sich hier auf jeden Fall richtig, richtig wohlfühlen, Leute. Ich finde das auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich schön geworden. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere große Edgar-Statue oben draufsetzen und natürlich später Edgar hier auf den goldenen Thron, Leute, um das Ganze zu komplementieren. Aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Tempel echt einiges hermacht. Ich würde mir wieder wünschen, dass solche Sachen in der Aether-Dimension bei Minecraft spawnen würden. Aber leider Gott, das passiert jetzt nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, Leute, wie ich überhaupt am besten dieses Schwein baue. Ich denke mal, ich werde hingehen und mich hier auf die Terrakotta-Sachen beziehen, denn das finde ich eigentlich immer ganz schön. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hin und designen erstmal den Kopf. Der ist in der Breite. Wir haben halt eine Schnauze, die ist 4 breit. Die können wir hier maximal 3 breit machen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das heißt, wir haben quasi unseren Kopf. Erstmal generell müssen wir erstmal festlegen, in welcher Höhe der ist, Leute. Den würde ich fast schon in dieser Höhe hier ansiedeln, ungefähr. So, dann können wir nämlich jetzt hier schon mal hingehen. So, und so das Auge hinsetzen. Nehmen wir uns hier noch ein bisschen von dem weißen Zeug. Zack, zack, haben wir jetzt hier schon mal das wunderschöne Face von unserem kleinen, süßen Edgar. So, dann machen wir hier noch die Schnauze fertig, Leute. Gehen ganz groß hin und nehmen einfach mal das hier und setzen quasi damit die wunderschönen Nasenlöcher von ihm fest. Haben wir auf jeden Fall schon mal sein süßes kleines Gesicht fertig, ne? Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, oder Felix? Mhm, ich würde nur sagen, die Stirn vielleicht noch einen Ticken höher oder so. So? Das ist ganz cool. Ja, das geht auf jeden Fall besser klar. Ich find's cool so. Ist gar nicht so schwer, der soll auch ruhig rechteckig sein. Darf unser Edgar ja auch sein, weil er ist ja ein Minecraft-Schwein. Das passt auf jeden Fall an der Stelle. So, den Kopf, der muss auch nicht, wie gesagt, hundertprozentig hinkommen. Das soll einfach nur nach ihm aussehen. Seine kleinen süßen Füßchen, die kommen nämlich hier hin. So, 1, 2, 3. Das sieht doch ganz cool aus eigentlich. Dann würde ich den Körper quasi bis hier unten ziehen, tatsächlich so. Ich habe Angst, dass er mich wegboxt. Heftig, Alter. Ja, Leute, Edgar ist natürlich eine Maschine. Das kann man auf jeden Fall, das kann man hier auf jeden Fall ganz gut erahnen. Das sieht doch dope aus, oder? Auf jeden Fall. Findest du nicht? Ja, normal. So, Leute, schaut euch mal ganz kurz Edgar von vorne bitte an, Leute. Er ist auf jeden Fall eine richtig durchtrainierte Maschine. Kann man nicht anders sagen, gefällt mir aber trotzdem immer noch richtig, richtig gut. Sieht einfach richtig süß aus, finde ich. So, und jetzt können wir nämlich hingehen, Leute, und bauen hier noch einen süßen Popo. Auch ganz wichtig. Alter, Leute, schaut ihn euch an, da ist er, der unglaubliche Edgar-Tempel. Und jetzt muss ich im magischen Ritual ganz kurz Edgar natürlich erschaffen. Edgar. Ah, je. Leute, schaut ihn euch an, da ist Edgar, da ist er, da ist das kleine süße Schweinchen, Leute. Jetzt sitzt Edgar auf seinem Thron, wo er hingehört, in seinem eigenen Tempel, Leute. Und ich hoffe mal, dass ihr meine Entschuldigung damit annehmen könnt. Es tut mir wirklich leid, was mit Edgar geschehen ist, Leute. Dieser Tempel ist nur für euch, nur für ihn, Leute. Das war's von der weiteren Folge von Buildclass. Ich hatte einfach Bock, was Verrücktes zu machen und ich glaube, das ist auf jeden Fall echt gut gelungen. Ah, ich könnte natürlich jetzt hier hinten nochmal hingehen und hier noch irgendwas verändern. So, keine Ahnung, dass man hier auf jeden Fall nochmal ein klein bisschen wenigstens irgendwie noch Tiefe hat. So, gefällt mir schon viel besser, keine Ahnung. Damit das Ganze auch irgendwie cool aussieht. Und Leute, schaut euch mal diesen Tempel an. Dieser wunderschöne Tempel ist nur für euch, nur für Edgar. Und ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von dieser wunderschönen Folge. Schaut mal Roblox vorbei. Vielen Dank für die Hilfe, Brudi. Kein Ding. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bauzeit 45 Minuten. Ja, jit. Easy, easy, easy peasy. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.